Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Annika und ich mag Eisenbahnen und gehe gerne auf Entdeckungsreise. Eigentlich hatte ich für heute ein anderes Video geplant, aber dann dachte ich, ich nehme euch mit zu meiner Polarexpedition durch Leipzig. Ich war erst vor kurzem hier im Park und deswegen wird das Video heute nicht so informativ. Es wird ein bisschen anders, einfach weil sonst auch nie so viel Schnee liegt. Lustig ist, dass der Weg im Park viel besser geräumt ist als die Fußwege, auf denen ich mich hergekämpft habe. Eine Polarexpedition ohne Tiefschnee. Ja, und jetzt wieder raus. Normalerweise fährt man davon nach hier hinten der Bus lang. Und heute gibt es nur Skispuren. Hier ist mein Weg zu Ende. So ein Wintereinbruch mitten im Februar ist ja auch eine ganz verrückte, unerwartete Sache, dass es im Winter schneit. Aber nein, es ist wirklich so, denn ich weiß nicht, so viel Schnee ist, glaube ich, das letzte Mal vor 10 Jahren gefallen. Also wenn ich mir das hier so angucke, wie langsam die Autos fahren und wie überhaupt nicht die LKW fahren, habe ich auf jeden Fall das beste Fortbewegungsmittel gewählt, was es heute gibt. Okay, das zweitbeste, ich bin zu Fuß unterwegs und das Beste sind sicherlich Skier. Der Schnee ist übrigens so tief, dass das Gorillapod bis zum Kopf einsinkt. Heute ist sogar die zentrale Perspektive nicht besetzt von Fotografen. Überhaupt sind echt wenig Leute unterwegs. Gar nicht so einfach, sich selbst filmen und dabei durch den Schnee laufen und nicht hinfallen. Ein letztes Mal durch den Tiefschnee. Bis zur Pyramide.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo. Ansonsten hier gibt es eine Entdeckungsreise und hier ein Eisenbahnvideo. Ja, dann genießt die Woche und entdeckt was Schönes.